ist, dass wir da nicht einreisen dürfen, weil wir die Dings... Weil wir das beschmutzen mit unserem Gesicht. Du hast jetzt doch verraten, wo es hingeht. Nein, Quatsch, das ist ein Rätsel. Echt? Hat man das gehört? Mein Shazam-Ohr hat es direkt erkannt. Sie hat eine Verspannung, weil sie ist richtig gespannt, wie es jetzt abläuft. Wir gehen ins Reisebüro. Heute haben wir wieder einen richtig schlimmen Bürotag vor uns. Spaß. Das ist das coolste Büro, was es auf der Welt gibt, glaube ich. Ich schwöre, der Jiggy hat uns einfach was geschickt. Ey, das ist so krass, ne? Kurze Vorstory. Ich habe ja richtig viele Angebote rausgesucht und ich schwöre, ich dachte, ich bin FBI und ich habe die krassesten Preise und so rausgefiltert und so. Und wir lagen bei den Flügen von A nach B, also von Deutschland nach unserem Zielort, wären es irgendwie schon 500 Euro gewesen. Dann Inlandsflug nochmal in eine andere City und dann nochmal nach Hause. Wir wären für beide Personen auf jeden Fall 1.700 Euro gewesen. Und dann meintest du, hey, lass doch ins Reisebüro. Auf jeden Fall habe ich im Internet geguckt, ob es solche Multistoppflüge auch irgendwo günstiger gibt. Und anstatt, dass man die meistens im Reisebüro einfach günstiger bekommt. Hast du das auch ChatGPT gefragt? Ja. Du fragst alles ChatGPT, ne? Also ich benutze das so als Assistent einfach. Als Assistent, Digga. Sagt ChatGPT, was habe ich um 13 Uhr vor, habe ich dann noch Luft? Nein, ich bin doch voll geil. Wir checken jetzt ab, was er uns da angeboten hat. Dieser Jiggy Jackson. Ja, Mann, er hat uns ein Angebot gesendet. Das ist, ey, das ist krass, ne? Also es ist so viel günstiger. Ich glaube, wir sparen 700 Euro oder so. Man muss auch noch eine Servicegebühr zahlen. Aber Leute, ey, wir gehen da jetzt hin. Man muss gucken, wo man bleibt. Deswegen lass dribbeln, lass gucken. Und das Angebot jetzt. Ich schnapp das. Er hat mir das gegeben. Ich mache so Patz. Ich hoffe, er hat dieses Angebot jetzt überhaupt noch. Ey, diese Koffer können wir mitnehmen direkt von unserer Reise. Okay. Weil wir den schnell nicht zur Verfügung. Ey, das ist eine gute Sache, dass du es gerade ansprichst. Wir müssen auf jeden Fall nochmal nach extra Gepäck fragen. Weil wenn jeder nur 23 Kilo von uns hat, das reicht nicht. Weil es wird auf jeden Fall einmal richtig kalt und einmal richtig warm. Ich habe noch nie so eine Reise gemacht. Und wir müssen voll viel packen. Und wir wollen ja auch noch was mitnehmen von da und so. Ey, wir gehen jetzt rein. Okay, los geht's jetzt. Hallo. Hallo. I mean, hello. Also am 9. November von Hannover nach Miami. Zwölf Nächte sollten sie bleiben, ne? Mhm. Von Miami nach New York. Wir sind zurück. Ey, wir sind zurück. Unsere es war ein Nervenkitzel. Wirklich, das ist krass. Wir bezahlen jetzt, ne? Wir beide, Adrian und ich, wir fliegen von Hannover nach Miami. Dann bleiben wir da, ne? 12 Tage. Das klingt so krass, Digga. Dann, ich komme doch gar nicht klar. Das ist zu viel für mein Herz. Ja, und Kopf auch, ne? Dann fliegen wir von Miami nach New York. Und dann fliegen wir wieder von New York nach Hannover. Oh mein Gott, danke. Cool, danke sehr. Dankeschön. Danke. Oh, geil. So, und wir bezahlen dafür. Ich habe auf Skyscanner geguckt, weil da buche ich immer alle Flüge und so. Da hätten wir einfach insgesamt 1.000... Nur für den ersten Zwischenstopp schon ja, nur für den von, Preis bezahlt fast. Ja, von Hannover nach Miami einfach schon 500 Euro pro Person bezahlt. Und jetzt bezahlen wir für alles 1.259. Also nicht pro Person. Nein, zusammen. Natürlich zusammen. Das ist richtig krass. Das ist wirklich krass. Es ist natürlich super teuer, aber es ist halt am Arsch der Welt. Da war so ein Globus in diesem Reisebüro. Ich habe Kim gezeigt, so ey, wir fliegen von hier in diesen Globus gedreht. Man musste schon ein paar Mal scratchen so. Und jetzt zur Feier des Tages hier, ne? Weil du uns so viel Geld erspart hast, ging das Essen auch noch auf dich. Danke. Jetzt sind wir bei Chicago Bagel, unser Lieblingsbagelladen, der in 3 Tagen schließt. Deswegen haben wir beschlossen, einfach jetzt so oft es geht nochmal hier vorbeizuschauen. Ja, was bedeutet den Tag? Krieg ich ein bisschen von dir noch ab oder wie hast du das jetzt logistisch gedacht hier? Und auf jeden Fall morgen geht's wieder ins Reisebüro, da machen wir Tacheles, Nägel mit Köpfen. Wir checken ab, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin schon aufgeregt. Wir müssen halt, was die einzige Bedingung ist, wir brauchen Wayne, seine Schwester noch. Esther. Wir müssen auf jeden Fall ein Hotel buchen über ihn, über das Reisebüro, damit wir das andere buchen dürfen. Ich bin gespannt, wie teuer das morgen wird. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer, aber das gucken wir morgen. Ja, meine alles Freunde. Gut, zum Appetit auf jeden Fall jetzt. Alles Gute. Lass mal erholen von diesem Aktienschock. Das ist der beste Bagel auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, in New York gibt es noch bessere Bagels. Yeah! It's a party in the USA. In den Vereinigten Staaten. Yeah! It's a party in the Army! I really like to party. Haben really wir jetzt verraten schon, wohin? Ja, das wissen wir seit gestern schon. It's a new day. Wie hast du geschlafen? Seitlich auf meinen Dings. Mein Herz seit unten ist so das bequem. Ey, es ist einfach Ende September, bald Oktober. Ich fühle mich, als wären wir in der Wüste gerade. Was? Nein, bist du nicht. Guck mal die Sonne. Es ist genau 11 Uhr. Wir haben genau jetzt den Termin, also wir werden jetzt safe buchen. Guck mal bitte, wie sie. Für den Vibe. Für den Vibe, okay. Let's book this shit. Hallo. 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 Gehst du auf deinen Stammplatz? Ja. Wir legen das Ganze jetzt in trockene Tücher, die Unterschrift wird gesetzt, ne, und dann geht's kein Zurück mehr. Es geht los. Das macht viel mehr Spaß, als im Internet das einfach zu machen. Ne? So, das fühlt sich offiziell an. Bist du bereit für ein neues USA-Miami-T-Shirt? Ey Leute, es ist einfach, es ist vollbracht. Heute ist einfach der gleiche Tag, aber wie gestern. Wir sitzen wieder hier. Ach ja, stimmt. Es ist einfach wirklich schon. Es ist einfach wieder genau derselbe Ablauf. Wir kommen wieder aus dem Reisebüro. Wir sind wieder bei Chicago Babies. Babies. Wir sind Chicago Babies.
In 6 Wochen genau geht's los. Wir haben die Reise gebucht, wir haben die Unterschrift gesetzt und jetzt gescancelt. Ja. Wir haben jetzt 650 Euro pro Person für die Flüge bezahlt. Von Hannover, das ist eigentlich auch immer noch viel teurer. Nach Miami, dann nach New York und dann wieder zurück. Also guckt mal bitte im Internet, ob ihr günstigere Preise findet, aber ich glaube, es ist nicht möglich. Digga, ich freue mich unnormal. Ich bin nicht in deinem USA-Shirt hier, ich chill hier schon so. Ich werd da so amerikanisieren. Aber Gott sei Dank hast du dieses T-Shirt angezogen, weil dann meinte der Typ so, hey, wann wart ihr in Las Vegas? Und wir so, ja, vor einem Jahr. Er so, ja, dann ist euer Esther, also euer Visum noch gültig. Das bedeutet... Ja, find das mal jetzt, ich hab das schon gefunden. Ich finde nicht mal mein Zeugnis, Digga. Mein Hochschulabschluss, Digga. Mein Bachelor? Mein Master finde ich nicht mal mehr, Digga. Ehrlich nicht? Professor, wenn du das siehst, schick mal bitte mein Zeugnis wieder. Zeig mal kurz deine Bahncard. Guck mal bitte, wie auf seiner Bahncard heißt. Professor Dr. Dr. Adrian. Professor Dr. ICA. Wir werden in Amerika amerikanisieren. Das wird so geil, Mann. Ey, dieses Mal machen wir nicht den Fehler, wenn wir zum Flughafen gehen, ne? Dass wir nichts zu essen mitnehmen. Nein, ich schwör's dir nicht. Wir werden diesmal keinen Cent am Flughafen ausgeben. Ich werde auf jeden Fall zu Hause kochen schon. Ja, wir machen Sandwich-Toast oder so. Suzuki-Toast. Oh mein Gott, ja. Suzuki-Toast im Flugzeug. Wir machen ein mieses Lunch-Paket. Auf jeden Fall, ich bin aufgeregt. Ich werde jetzt 6 Wochen nicht richtig schlafen können. Ja, ich werde so eine crazy Playlist machen, ne? Oh, ey, das wird so cool, Mann. Das ist so richtig. Wir wollen einen Mietwagen auch uns dann mieten, ne? Ich kann es nicht glauben. Wir haben das wirklich gebucht, Alter. Kommst du klar? Ich glaube noch nicht ganz, aber das wird... Ich kann das auch noch gar nicht richtig glauben. Ballern. Amerika ballern. Ja, Mann. Aber jetzt heißt das Geld sparen. Wir werden jetzt jede Pfandflasche, die wir auf dem Weg unseres Lebens sehen, abgeben. Leute, braucht jemand Dings, weiße Schuhe hier sind benutzte Air Force. Oh, hast du mir gerade fast die Sohle. Die Sohle, womit du auf dem Boden trittst, fast ins Gesicht gehalten. Ich trete damit nicht auf den Boden. Nee, du schwebst, du moonwalkst. Linke, rechte Seite ist so immer Dings oben so. Ich gehe immer so. Wir haben ein Sparschwein. Das ist richtig viel Kleingeld. Lass es auf jeden Fall mal zur Bank bringen und gucken, wie viel Geld das ist. Das ist jetzt eigentlich ein guter Moment, um es zu plündern. Okay. Um uns selber zu plündern. Das ist auf jeden Fall To-Do-Liste. Wir müssen das machen. Dann müssen wir noch machen. Sonntag. Gehe ich auf einen Flohmarkt. Wir müssen auf jeden Fall noch den Keller und so ausräumen. Ne, wenn du mir da hilfst, wäre auch Pomme. Und dann versuche ich alles zu verkaufen. Pau, pau, pau. Und dann können wir French Toast essen. In Miami. Das ist stabil. Richtig geil. Ich bin richtig gespannt. Ich bin von 8 bis 16 Uhr auf diesem Flohmarkt. Was schätzt du, was nehme ich ein? Boah, kommt drauf an, was du da verkaufen willst. Ne? Du meinst, du hast echt geile Sachen, die dir so nicht passen und so. Ja, mehr, ne? Safe. Ah, ich habe doch heute in diese Box geguckt. Ja, boah, Alter. Wenn die Leute peilen, ne, dass da geile Sachen sind, dann könnt ihr das schon gut was einbringen. Ja, ich bin voll gespannt, ich bin voll aufgeregt. Was kostet denn das da, auch was auszustellen? 35 Euro. Kostet das für dich, was Stammteil auszustellen? Ich denke, du verkaufst locker so 31 Euro. Du machst 4 Euro minus mit dem Flohmarkt. Oh mein Gott, das wäre so schlimm. Ey, ich bin so gespannt. Ey, ich werde auf jeden Fall dann zu dir kommen und dann zeige ich dir meine Kasse und dann gucken wir, wie viel wir eingenommen haben und dann gucken wir, wie viel wir haben. Okay. Du musst auch einmal eigentlich beim Flohmarkt vorbeikommen und eine Sache wenigstens kaufen. Ich bin am Start, ich gucke mir an, was es da gibt. Ja, Mann, auf jeden Fall, jetzt werden hier die Businesses gestartet. Ich freue mich schon. Ich war ehrlich, ne, als ich da saß gerade bei diesen Typen, ne, im Reisebüro, ich war wirklich aufgeregt. Ja, ich auch. Ich fängt jetzt einfach die Augen, das sind 6 Wochen hin, ich werde jetzt so allerdings so im Bett liegen, so mit Decke hier und dann so an die Decke gucken und so. Ey, wir müssen so viel planen, wir machen das mit euch zusammen einfach. Das wird richtig geil, ey, let's go, get it. Am nächsten Morgen. Es ist eine Katastrophe. Ich kann keinen Fuß in den Keller setzen, die Tür geht auch noch nach innen auf. Ich komme hier nicht durch. Ist ja gerade was angeflogen. Mein ganzer Keller ist voll mit irgendeiner Scheiße. Hier, den Keller habe ich hier noch dazu gemietet von einer Nachbarin. Sie muss aber noch ihren Papierkram hier rausräumen eigentlich. Hier sind auch... Klamotten, hier drunter, Klamotten, noch eine Kiste, die habe ich hier schon hingestellt, voller Klamotten. Also ich werde auf jeden Fall am meisten Klamotten verkaufen. Aber sonst werde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen stöbern. Hier diese Hula-Hoop-Reifen und so. Also ich glaube, ich finde hier noch ein paar Sachen, diese Inline-Skater, Digga. Was ist hier in diesen ganzen, oh mein Gott, noch mehr Klamotten. Das ist so crazy. Nehme ich auch alles raus. Ups, Lampen. Ich brauche auf jeden Fall, ich glaube da hinten, das ist eine Kleiderstange. Ich stöber das jetzt hier einfach alles mal durch und dann, wow, das wird jetzt dauern. 7 Stunden später. Diese ganze Pappe war da einfach noch drin. Das muss jetzt irgendwie weg. Bekommt man nicht, wenn ich nicht dreimal gehen. Also das muss jetzt irgendwie gemacht werden. Ich habe den Plan der Pläne. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Freunde. Heute ist der große Tag. Heute werden hier die Hunderte von Euros, ich hoffe, gescheffelt. Also, Freunde, ich sitze hier jetzt im Auto. Ich schwör's euch, das Auto ist so full. Dieses Paket, ja, ist aber gemütlich. Ich fühle mich auch wie so ein wertvoller Gegenstand, der in Kartons eingekartont werden muss. Jetzt, ich bin schon 14 Minuten zu spät. Um 8 Uhr geht's los und ich wollte halt eigentlich um 7.7 aufbauen, damit ich eine Stunde habe. Aber egal. Ich hoffe, am Anfang sind eh nicht so die Leute da, die vielleicht alles kaufen. Das ist so ein Film. Aber,
an. Und vor allem das Ding ist, alle Leute sind eigentlich schon gestern Abend hingefahren und haben ihr Auto da geparkt und so, um aus dem Auto jetzt auszuladen. Und wir müssen das jetzt, glaube ich, mit Einkaufswegen da hinfahren. Oh mein Gott, ich glaube, das wird jetzt der größte Film. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ne? 3 Stunden später. Es eskaliert komplett. Ich bin so gespannt, wie viel Geld wir am Ende machen, ne? Wir werden das für Amerika nehmen. Ich komme nachher ins Studio und dann zählen wir zusammen, ja? Oh shit. Ja, das ist doch cool. Ja, okay. Okay, ey, danke, ne? Du hast mir so geholfen. Ja, ich helfe dir nachher nochmal. Okay, danke schön. Wir machen das. Wir machen das. Ja, das 4 Euro. Okay, das ist mein erster hier Handel hier auf mir. Das ist entspannt, Leute. Jetzt mache ich was. Ja, wie an? Was möchtest du, ey? Hier in Sachen anprobiert, es geht auf jeden Fall richtig los. Ich muss euch mal meinen Stand zeigen. Ja, nice. Shout out. Ey, ich habe einfach Unterstützung bekommen. iPhone 13 Pro. Ey, ist witzig, ne? Die verkaufen gerade einfach mit. Einfach random, einfach Freundinnen vor uns vorbeigekommen. Das ist so witzig. Ey, was? Ich komme nicht klar. Das ist so witzig. Flohmarkt macht ja richtig Spaß. 6 Stunden später. Hallo, ich bin auch hier. Hier. Also Flohmarkt, es ist schon richtig leer geworden. Ich muss euch mal meinen Stand zeigen, jetzt wo eigentlich schon alles verkauft ist. So, Anna, wie ist denn das hier? Guten Tag. Guten Tag. Ich würde gerne dieses Mikado-Spiel kaufen. Oh, das ist eine Sonderedition, ja. Also das fallen wir so um die 500 Euro an. Nein, Spaß. Oh, das ist ein Schnäppchen. Ey, aber es wird ordentlich leer hier, ne? Das ist echt... Ja, du hast das richtig toll gemacht. Kim macht das richtig toll. Danke. Ja, Mann, das geht richtig ab, Alter. Also hier ist auf jeden Fall noch so eine coole... Die will ich, glaube ich, gar nicht verkaufen. Willkommen zur Abrechnung. Ey, ich kann nicht mehr, ne? Ich muss jetzt eine ganze Nacht warten, bis wir das jetzt zählen können, ja? Es ist ein neuer, frischer Tag. Das Ding ist, wir wollten es erst mit euch reingucken und vorher noch nicht zählen. Deswegen... Das war irgendwie schwer, dass das sie wirkt ja gar nicht schwer. Du hältst es so... Ja, es aber ist ganz auch nicht sein, dass schwer, da nur Scheine weil, drin sind, ne? Ja, weil da viele Scheine drin sind, du. Mehr Schein als sein. Unscheinbar. Öffnen wir die Kasse. Wollen wir uns zusammen auch machen? Hier, mach du auf, das ist dein Verdienst. Nein, das ist unser Verdienst. Du hast mir so viel geholfen beim Keller ausräumen, beim Aufbauen und so. Das ist wirklich unser Verdienst. Aber ey, du standst da, ey, das war so, ich sag ehrlich, ich habe die Nacht davor nicht so viel geschlafen. Ich war kurz da, ich dachte, ich bin kurz da. Ey, ich helfe kurz. Ich war einfach 3 Stunden da am Ende des Tages. Du warst sogar länger, glaube ich, da. Ey, das war so krass, ne? Aber du warst wie mein Fels in der Brandung. Also, ich habe schon 20 Euro, es waren doch 20 Euro Standgebühr, habe ich meiner Mutter direkt gegeben, habe ich schon rausgenommen. Okay. Das bedeutet, alles, was jetzt hier drin ist, ist maximal plus. Wollen wir erstmal die Scheine ziehen oder erstmal das Kleingeld? Erstmal die Scheine, Dicker. Okay, Freunde. So war... Ach du heiliger Bimbam. Alter, hier sind's. Guck mal bitte. Ich sehe hier schon... Oh mein Gott. Warte, habe ich hier nicht noch einen gesehen? Das sind ja schon alleine hier. Da brauche ich gar nicht rechnen. Das sind ja schon 200 Euro. Musst du mal reinlegen. Überlegen. 4 Leute haben mir schon einen 50-Euro-Gutschein gegeben. Junge. Was für Gutschein? 50-Euro-Schein gegeben. Also, hast du 200. Aber was für 50 Euro verkauft? Nein, ne? Nein. Aber ich habe richtig viel Wechsel... Ich habe das Wechsel... Doch. Habe ich das Wechselgeld rausgenommen? Oh nein, wir müssen... Nein, habe ich nicht. Wir müssen noch 70 Euro Wechselgeld rausnehmen. Aber jetzt wirklich alles. Jetzt. Hast du noch irgendwas vergessen? Nee, aber ich habe noch... Dein Essen Euro abzüglich, deinen Kaffee, den du da getrunken hast. Ich habe da keinen Kaffee getrunken. Du meintest, ey, soll ich dir nachher einen Cold... Aber ich sag dir ehrlich, wenn du jetzt so haargenau nimmst, ne, hast du da gar keinen Plus gemacht. Du hast die Sachen einfach für 3 Euro... Ich hab, was ich gesehen habe, da waren Sachen einfach für 3 Euro und ich niemals. Ich habe maximales Plus gemacht. Girlmath sagt was ganz anderes. Das bedeutet eigentlich, dass alles, was ich jetzt Plus gemacht habe, doppelt Plus gemacht habe. Es geht gar nicht um Plus. Scheiß drauf. Du hast auf jeden Fall Dings was Gutes gemacht, dass du Leuten Freude bereitet, für wenig Geld, coole Sachen. Und Nachhaltigkeit, ne? Das ist auch cool. Ja. Gut, ey, wollen wir das zusammenzählen? Ich möchte es mit dir zusammenzählen, weil wir geben es auch zusammen aus. Okay, lass mal 100er Stapel machen. Okay. 1, 2, 3, 1, 5. Hier sind nochmal 100 Euro. Hast du da auch nochmal 100 Euro? Okay. Oh. Das sind auch 50. Hast du auch 50er? Ja. Nee. Das sind dann wieder 100. Heiliger Bimbam. Wir okay. Haben, okay, stabil. Und es kommt auch noch dein Geld. 10. Ja. 1 Euro, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also das ging doch relativ schnell. Ich dachte, wir sitzen hier voll lange. 100. Ja. 200. Ja. 300. Mhm. 400. Stabil. 450. Stabil, Digga, was? 460. 470. Oha, was? 480. 481. 482. 483. Und 50 Cent. Genau, 400. Was hatte ich gesagt? 400. Das, was ich gerade gesagt habe, und 50 Cent.
483 Cent, ey, das ist krass. Ey, das ist gestört, was? Boah, Kim ab jetzt heute links Barres, Ferraris, Barres, Ferraris. Ferraris, Ferraris. Ey, wie krank. Ey, ich hatte, okay, also ich habe schon mir so ein Ziel gesetzt von so 250, aber das ist ja fast verdoppelt. Das ist ja richtig crazy. Ey, du hast aber auch echt viele Sachen dabei, ne? Das waren echt viele, viele Sachen. Und ich habe wirklich auch günstig du gemacht, drei Tage ne? dafür Dings gehasselt, ne? Ja, schon. Ausmisten, Teller, ja. Pakete. Hast du die Pakete abgezogen von deinem Gewinn? Oh nein. Ich habe extra so Pakete gekauft, noch von eBay Kleinanzeigen, damit ich so die Sachen trotzdem kann. Das war ein Witz, Mann, so. Alter. Bleib locker, du kannst nicht stolz sein. Guck mal, das ist richtig krass. Ey, das ist wirklich heftig. Weißt, ey, wir haben schon fast für eine Person die Flüge wieder raus. Das ist heftig, das Mann. Das ist richtig, richtig gut, Mann. Ey, nehmen wir das Bar mit, changen wir das in Dollars? Das ist ja schon krass, ne? Weißt du, wie viel Papier du in der Hand hältst, damit allein schon? Wenn wir das in einen Dollar machen, ne? Ja. Oh, dann können krass. Wir so ein Rap-Musik-Video damit drehen. Ich wollte dafür dann Powerade kaufen. Nein, Mann. Ich wollte dann Powerade. Wir kaufen damit jetzt gar nichts, Alter. Wir nehmen das so genau so, nehmen wir das mit. Was hatte ich jetzt geschätzt nochmal? Ich hatte -4 Euro gesagt, ne? Nein, das war natürlich ein Spaß. Ich glaube, wenn ich geschätzt hätte, ich hätte, glaube ich, so... Ich wollte jetzt einen Witz machen, dass ich genau das sage, was rauskam, aber ich habe schon wieder vergessen. 383 Nein, 483,50 Cent. 483,50 Cent. Das sind fast 500 Euro. Ich hätte das niemals geschätzt. Ich sag dir ehrlich, ich hätte so 310 weg? Euro oder 310 Euro und 15 Cent gesagt. Wirklich? Wirklich, so um den Dreh. Okay. Dann steht Amerika nichts mehr im Wege, ne? Was machen wir jetzt damit? Wir kaufen damit ein halbes Wasser am Flughafen. Ein Sandwich, glaube ich, auch noch, ne? Was? Ein Sandwich, glaube ich, auch noch. Ein was? Hä? Ein Cent? Was für ein Cent? Das ist ein Geldrausch, sag ich. Nein, du bist ein Geldrausch! Ein Sandwich. Ach so. Aber was hast du danach gemacht? So ein Sandwich, kleiner Gardejaro. Ein Sandwich, nicht genau. Ein Sandwich ist auch. Ein Sandwich-Gulasch. Ein Sandwich ist, glaube ich, auch drin. Ach so. Ein Sandwich ist auch drin. Ja. In dem Geld, in dem ja. Reiseblut geht. In dem Reisepaket. Ey, das ist wirklich krass, ne? Ey, Vorsicht, die Lampe, da ist auch noch. Da ist einfach 5 Euro draufgefallen. Ich möchte davon auf jeden Fall gerne ein Eis-Caramel-Frappuccino. Ganz ehrlich, ne? Du kannst dir damit auf jeden Fall 800 Eis-Frappuccinos. Nein. Frappuccinos das geht nicht. Hier. 800 Frappuccinos. Das sieht aus wie Fry bei diesem Dings Futurama-Meme. Nehmen Sie mein Geld. Im nächsten Video machen Vorbereitungen und so treffen wir. Für Amerika. Es geht in einem Monat los. Wir müssen das andere Sparschwein machen. Ich schwör's, ich sag dir ehrlich, ne? Ich werde Gitarre spielen einfach im nächsten Dings, Digga. Ich komm Flohmarkt, ich spiel Gitarre. Wo geht das an, Digga? Ich spiel so Gitarre. Und dann ich saug euch euer Money weg. Boah, weißt du was? Ich komme zu seinem Flohmarktstand und immer wenn jemand sein Portemonnaie aufmacht, ich komme so mit Staubsauger über sein Portemonnaie. Nein, wir machen das nicht nochmal. Das riecht hier so nach Puderzucker. Ja, weil wir Puderzucker damit eingesorgt haben, wollen wir heute Abend Waffeln machen. You just got it again.